Hi Leute, willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um ein bisschen kontroverses Thema, was mich persönlich echt aufregt. Und deswegen mache ich das mal. Eigentlich mache ich sowas generell eher weniger. Es geht einfach mal um ein brisantes Thema, und zwar Reifenwahl für Rennstreckenneulinge, für jemanden, der noch nicht auf der Rennstrecke war, wenig Erfahrung hat. Und das ist deswegen so brisant, weil ich finde, da herrscht so viel mieses Zeug einfach an YouTube-Videos, wo es im Grunde nur darum geht, euch das Geld aus der Tasche zu ziehen, was mich aufregt. Und deswegen gibt es jetzt einfach ein kleines Statement von mir. Das mag nicht alles hochprofessionell sein, aber vielleicht schmunzelt der eine oder andere und kann auch was mitnehmen. Bis gleich. So Leute, also warum ist das Thema so emotional für mich und was mache ich hier für einen Aufriss? Es geht mir einfach darum, dass ich selbst als Einsteiger natürlich mich auch im Internet versuche zu belesen und zu schauen, welche Reifen passen da. Natürlich nutze ich da auch YouTube, weil YouTube ist eine bequeme Sache. Da kann man sogar ein Video zugucken und da wird dann erklärt, warum. Und meistens oder oft sitzt da vielleicht sogar einer, der schon langjährige Rennstreckenerfahrung hat und der wirkt seriös und kompetent. Und warum soll man denen nicht vertrauen? Aber wenn man genauer hinguckt bei diesen seriösen, kompetenten, rennstreckenerfahrenen Leuten, steht da ganz oft eine Marke dahinter. Also ein großer Reifenhersteller, der natürlich in diesem Video empfohlen wird. Und dann wird euch gesagt und auch mir als Einsteiger, um Gottes Willen, ihr könnt doch nicht mit Straßenreifen auf die Rennstrecke fahren. Dazu braucht ihr einen Slicks. Ihr müsst unbedingt Slicks fahren. Denn da sind ja Druckspitzen, die könnt ihr gar nicht spüren als Einsteiger. Und diese Druckspitzen, die werden euch stürzen lassen, wenn ihr keine Slicks fahrt. Und die Slicks, die fahrt ihr am besten von der und der Marke, weil das sind die geilsten Slicks und das sind die Slicks, die euch den meisten Grip und Sicherheit bieten. Wow, was? Und das passiert nicht nur in einem Video, sondern immer wieder in fortlaufenden Videos bei einigen YouTubern, die immer wieder die gleiche Mühle runterbeten und die gleichen Sachen euch sozusagen dogmatisch einflößen. Das geht mir aber tierisch auf den Sack. Also um das mal ganz ehrlich zu sagen, weil bei den Leuten, die ja irgendwie 20 Jahre Rennstreckenerfahrung haben und die mit Rennstreckenreifen gestartet sind in ihrer Rennsaison, als noch junge Pimps waren, die nicht so gut waren wie heutige Straßenreifen, die setzen sich jetzt hin, erklären euch und auch mir, dass nur Slicks gehen und nur von den und den Hersteller, weil ansonsten werdet ihr und ich auf die Fresse fallen. Was ist denn das für eine Aussage? Wie unseriös ist das denn? Ich meine, vor 20, 30 Jahren, da waren die Reifen gar nicht auf diesem Niveau und trotzdem sind nicht alle Einreise auf die Fresse geflogen. Entschuldigung, meine Ausdrucksweise. Und außerdem ist es auch ganz schön bevormundend. Denn ich persönlich traue euch zu und mir traue ich es irgendwie auch zu, weil ich jetzt die Erfahrung seit über einem Jahr als Rennstreckenneuling mache, selbst zu merken, ob ein Reifen vielleicht anfängt zu schmiert, ob da die Haftung flöten geht und sonst was. Ich traue euch das zu. Also ich denke, ihr seid so clever und so mündig, um selbst diese Erfahrung zu machen und selbst auch das zu erspüren, weil ihr habt schon Motorraderfahrung, sonst würdet ihr euch nicht mit Rennstreckenthemen beschäftigen. Also das heißt, ihr habt schon ein gewisses Portfolio an Wissen, was ihr mitbringt. Und die Leute, die das aber immer wieder gebetsmühlenartig bei YouTube-Videos wiederholen, wo immer irgendein Reifenhersteller dahinter steht und dessen Marke sozusagen oder dessen Reifen empfohlen wird, die nehmen euch diese Verantwortung ab und wollen euch sagen, nee, ihr könnt das gar nicht einschätzen, ihr könnt es auch gar nicht erspüren, ihr seid Anfänger, ihr solltet Slicks fahren und zwar von der und der Marke. Ja, nee. Und deswegen einfach hier mein Statement. Mein erster Reifen auf der Rennstrecke war der Diablo Rosso 3 von Pirelli, weil tatsächlich meine alte CBR nicht viel anderes zuließ als Reifen, die ich nutzen konnte. Und den habe ich gefahren bis zu einer 1,42 auf dem Spreewaldring. Das ist so semi-schnell. Dann hatte ich einen Highsider. Und warum hatte ich einen Highsider? Weil ich den Luftdruck nicht kontrolliert hatte vorher. Also mein erster Tipp an euch, Straßenreifen, ja definitiv sportliche Straßenreifen, die für einen Rennstreckeneinsatz auch gewisse Tauglichkeit aufweisen. Das findet ihr aber bei jedem Reifenhändler sozusagen online, dieses Kästchen, Pfeil, Sternchen, sonst was, wo steht Rennstrecke? CC, Senior.
Und das genauso bei dem. Ne, der hat eine gewisse Rennstreckentauglichkeit. Das ist kein Tourensportreifen oder so, sondern wirklich ein sportlicher Straßenreifen. Und dann passt aber auf die Luftdrücke auf. Guckt und holt euch bei dem Hersteller gegebenenfalls, wenn ihr es sonst nirgendwo findet, die Hersteller sind da sehr freundlich in den Angaben, holt euch die Information, wie viel Kaltluftdruck beim Rausfahren sozusagen, wenn ihr keine Heizzinken benutzt, notwendig ist. Und wie viel der Heißluftdruck, wenn ihr wieder reinkommt, nach dem Turn sein sollte. Und entsprechend passt ihr den an. Dann habt ihr da schon mal ein großes Sicherheitspolster, weil ihr euch in dem Rahmen bewegt, was der Reifen auch kann und bringen sollte. Und klar, ein Straßenreifen kann nicht die Hitze ab wie ein Rennsportreifen. Aber wie gesagt, hier bei dem Rutscher, den ich damit hatte, es war mein Fehler. Es war nicht der Fehler vom Reifen. Und danach, weil ich aber nicht mehr so das Vertrauen zu dem Reifen hatte, bin ich auf den Metzeler Racetech RRK3 umgestiegen. Hier keine Reifenempfehlung. Ne? Fahrt Pirelli, Metzeler, Michelin oder sonst was ihr wollt. Das ist mir völlig einerlei. Ich bin auf den umgestiegen, weil auch wieder meine CBR keinen anderen Supersport- oder Rennreifen sozusagen mit Straßenzulassung. Da ging kein anderer rauf bei meiner alten CBR. Also musste ich den fahren. Und bin damit sehr zufrieden und fahre mit dem immer noch, weil er ein richtig geiles Gripniveau bietet, ich den nicht vorheizen muss, ich penibel jetzt immer auf den Luftdruck achte und er eindeutig und ganz sanft ankündigt, wenn da was schmiert. Und das ist das Zweite. Neben auf Luftdruck achten als Tipp von mir, ist das Zweite, und das, was ich euch zutraue, ist, achtet einfach darauf, was euer Popo macht. Wenn der hinten wegrutscht oder wenn er anfängt, so leicht zu rutschen, beim Raus zu beschleunigen, dann nehmt halt ein bisschen nimmt das Gas einfach raus oder guckt ihn euch nach dem Turn an und schaut, wenn der zu sehr schmiert und der Luftdruck aber stimmt hat, dann war es das wahrscheinlich, dann solltet ihr auf einen besseren Reifen umsteigen. Aber ich traue euch das zu. Ich traue euch das zu, weil ihr straßenerfahren seid, weil ihr erfahrene Motorradfahrer seid, zumeist, dass ihr das spüren könnt. So 90-95% der Fälle traue ich das den Leuten zu. Und in meinem Freundeskreis, wir alle sind Einsteiger, fahren alle Straßenreifen, also fährt keiner mit Slicks. Und da sind ja schon zwei Leute gestürzt, aber das war auch eher ihr Fehler als der vom Reifen, weil das halt jedes Mal so war, dass scheinbar sich nicht getraut wurde, weiter in die Schräglage zu gehen, sondern man einfach den aufgemacht hat und ins Kiesbett gerollt ist. Ne? Passiert, auch das geht als Anfänger recht schnell, dass man einfach merkt, oh, ich habe Angst vor der Schräglage und dann geradeaus durch die Kurve. Aber da hat der Reifen keine Schuld dran. Und deswegen mein Appell einfach, setzt euren Verstand ein, denkt selbst ein bisschen nach, recherchiert für euch selbst und guckt einfach mal, ob ihr, also jeder denkt ja von sich, er ist am Anfang so super schneller Typ und er wird ganz, ganz toll sein, ist aber meistens nicht der Fall. Von daher Straßenreifen, sportliche Straßenreifen oder aber Straßenreifen, die eigentlich für die Rennstrecke ausgelegt sind, wie so ein Metzler Racetech RR oder ein Pirelli Supercorsa oder Michelin Power RS, glaube ich, heißt der. Also die Riege, die eine Straßenzulassung haben und trotzdem halt auf der Rennstrecke gefahren werden können. Das sind super safe Reifen. Also die könnt ihr ohne Probleme fahren. Da braucht ihr keine Reifenwerfer. Ihr solltet auf jeden Fall einen Luftdruck im Auge behalten und ihr solltet gucken, dass ihr halt darauf achtet, wie sich der Reifen verhält. Wenn ihr da aber gar kein Gespür für habt und überhaupt nicht feinfühlig seid, dann geht halt auf Nummer sicher und holt euch einen Slick mit Reifenwärmern, dann habt ihr auf jeden Fall diese Sicherheitsreserve nochmal. Ne? Aber hört nicht blind auf jeden selbsternannten Rennstreckenguru oder die sind ja teilweise auch sehr rennstreckenerfahrene und erfolgreiche Leute, wo aber eine fucking Marke dahinter steht, um euch diesen Reifen zu verkaufen und euch zu sagen, was ihr zu machen habt, ohne euren Verstand zu benutzen und ohne euch selbst was zuzutrauen. Ne? Das ist einfach mein wichtiges Statement an euch. Glaubt an euch selbst, glaubt an euer Gespür und dass ihr selbst dazu in der Lage seid, auch sowas zu erspüren und mitzukriegen, wenn ein Reifen halt nicht mehr tauglich ist. Fahrt einfach nicht über euer Limit, macht entspannt und steigert euch von Runde zu Runde und ihr werdet es auch merken, wenn der Reifen dann halt anfängt zu schmieren. Ganz sicher. Das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt haut fleißig in die Kommentare, was ihr von meinem Statement haltet. Ich bin mal gespannt, wie viel Daumen nach unten da jetzt kommen. Aber das war mir wichtig. Und danke fürs Zuschauen.